Herzlich willkommen zurück zu Epoch mit Titanics und euren G-Rapper. Ja, nur gleich zum Anfang, wir stammen diesmal von woanders. Liegt daran, dass an den alten Startpunkt oder an den alten Auslogpunkt nicht mehr sicher war, musste man halt kurzerhand abhauen. Ja, der ist ja nicht wirklich weit weg von hier, der ist da zu drüben. Ja. Und da habe ich ja noch den letzten gekillt in der letzten Folge. Ich weiß nicht, ob es vor dieser Folge jetzt noch kommt oder nach der anderen. Auf jeden Fall habe ich den nachher noch gekillt, wo wir hier noch die Military Base festhalten wollten. Übrigens, die Else ist weg, wir können hinter zu den Tradern laufen. Ja gut. Ey, du rennst 3 Kilometer weg und du bist schon wieder weg. Ne, ich bin bei den 2 Tradern gleich. Ich gehe an den an der Nähe von der Küste lieber. Das ist sicher so. Und hier ist das auf jeden Fall auch schon gut gelootet worden. Weil hier wollten wir gerade auch nochmal looten, weil es war ein Restart auf jeden Fall und es sind alle Türen zu. Auf. Wir sehen könnt. In 2 Stunden ist wieder Zero Restart und dann werden wir auch wieder looten. Ja, das würden wir wahrscheinlich nicht aufnehmen. Wir werden versuchen, in dieser Aufnahme versuchen, rauszukommen aus Pyrkros, wenn wir es schaffen, aus der Region, um, ja, wo wollen wir hin überhaupt? Ja, das wollte ich auch schon mal wissen, aber... Ich würde sagen... Ich fände es ziemlich cool, wenn wir ein Auto suchen, finden. Suchen und finden, genau. Das wäre nice. Aber zur Not brauchen wir aber auch ein Reparaturkit, falls es defekt sein sollte. Heli wäre eigentlich auch nicht schlecht, wobei Heli fällt auf, wenn der startet. Ich meine, ich wäre mit einem kleinen Pickup zufrieden. Ich wäre schon mit dem Quad erstmal zufrieden. Na gut. Manchmal muss man lange suchen und manchmal muss man halt gar nicht suchen. Scheiße, die alles. Also ganz am Anfang, wo wir hier auf dem Server gezockt haben, da haben wir halt sofort vom Admin ein Hemmet abgedeckt bekommen. Danke an dich, wenn du es hier guckst. Aber für die Aufnahme wollten wir es dann auch nicht weiter behalten. Yeah. Wäre dann auch ein bisschen blöd gewesen. Genau. Ja, also hier ist echt alles weggeludet. Ne, hier sind noch 2 Kisten. Mal gucken. Oh, ich finde Slave Metal. Oh, cool. Und einen Rucksack habe ich eigentlich mal gefunden. Ja. Ich mit meinem gefunden immer. Was hat man hier so Schönes? Endlich ein Erste-Hilfe-Kit. Wird ja mal kurz, Zeit. Ich muss mal kurz dich mal ein bisschen leiser machen, weil du bist ein bisschen laut. Ja. Oh, Kampfkeks wurde getötet. Hast du irgendwie Schüsse fallen hören? Seht doch mal wieder. Hast du irgendwie Schüsse fallen hören? Nee, so. Gut. Mal kurz nochmal die Anstellung gemacht. Ich habe keinen gehört, weil ich war aber auch kurz aus dem Spiel. Ich bin jetzt in dem Trader raus gleich. Ja, das heißt auch nicht, dass ich höre Heli. Ja, ich höre ihn leider nicht. Es liegt daran, dass ich die Einstellung so weit unten habe. Und das werden wir mal schnell ändern. Ja, und der Grafik. Leute, der hat hier gar nicht das. Übrigens, die Schüsse, die waren jetzt gerade nur vom Spiel aus. Und nicht von mir. Also, ja, gesagt, doch waren von mir, aber waren halt aus der Soundkonfiguration. Ne, hier ist kein Heli. Dann war's. Anbieter. Kann aber auch gewesen sein, dass es wirklich einer ist. Dass er genau weit weg von dir lang geflogen ist. Oh. Ja, meiner hustet und pustet schon wieder. Der hat keinen Bock mehr. Und wie kann man hier überhaupt keine Waffen kaufen, kann das sein? Viele Trader haben sogar manchmal gar nichts. Oh. Die hat zum Beispiel hat nichts. Hier haben wir Waffen oben. Der Psaun ist doch der, der alles hat, oder ist das der Schwarze? Oh, das kann ich jetzt nicht sagen, aber definitiv kaufe ich erstmal immer nicht das, was ich nicht brauche. Ja, ey, warte mal, brauche ich 9 mm jetzt gerade hier. Ah, ich glaube, ich werf die Waffe mal weg. Oh. Ja, dann sollst du mal die Rook nehmen. Hier habe ich nämlich 9 mm. Ja, ich habe erstmal wenigstens ein bisschen Rook. Geld. Oh, schaltet mal, nice. Nice, nice. Und ich trinke mal, ja, der jetzt Ja, in welche Stadt rennen wir denn jetzt? So, rennen wir nach Pyrkros oder rennen wir nach... Nee, Pyrkros würde ich nicht sagen. Ich würde sagen... Nach Chakira. Nach Kadika, ja. Oder was weiß ich. Das ist 2 Kilometer entfernt Stadt. Teil. Jo. Ach ja, wir sind ja übrigens das letzte Mal in der Gruppe gewesen, wie ich gerade... Ja, wir waren das letzte Mal schon in der Gruppe. Das lag ja daran, weil wir schon mal auf dem Server gezockt haben. Und so einfach effizienter. Aber für uns. Jetzt sehe ich sie ja nicht. Achso, unten. Du siehst sie, ich sehe sie nicht. Ja, ich sehe unten, wo du bist, weil ich der Erste war. Wir müssen mal gucken, wir müssen mal auch hier ein bisschen die Häuser hier lang looten. Die dürfen nicht nur eiskalt da lang rennen. Na gut, mach ich das. Ja gut, die Häuser mit der kaputten Tür, die sind eigentlich ja immer leer. Naja, denkt man. Ja, nee, ich hab's gerade reingefunden. Hab ich aber auch schon oft gefunden. Hier liegt nichts.
Also wir wissen, ich persönlich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt hier aufnehme, wenn wir noch die 1,9 Kilometer verwenden. Wahrscheinlich gibt es einen Cut und das Wichtige schneide ich dran. Also wenn uns zu Spieler geschnitten oder sowas ähnliches. Oder wird einfach hinten rangehangen im Schnellformat. Also wenn das passieren sollte, dann bis gleich. Ja, gut. Ich renne dann weiter mal hier so schön lang. Also es würde jetzt echt nicht schlecht sein, wenn wir hier ein Auto finden, ne? Das wäre echt wohl. Oh, ne, ein Köder. Ein Köder. Jupp, bist du das, der gerade lootet? Mhm. Gut. Der Köder kommt aber zu dir gerade. Warte kurz, ich hab noch einen Schalter. Oh, ich hab eine Rook, ich hab eigentlich meine Sekundär. Bewaffnung. Also das war spannendes Netz. Ja, wie töte ich einen Hund? Drei Schüsse. Ja, ne, eigentlich nur einer, aber das ist ein Schalter für Waffen. Ja, schießt nicht so lang. Power LA 666. Falls ihr übrigens die Videos sehen solltet und es solltet eurer Spielername da sein, ja, ihr wusstet nicht, wer ihr seid. Ja doch, beim ersten Video. Achso, das Vehicle Repair Kit lässt du liegen, oder was? Ich hab mal alles gelootet. Durch jetzt so. Ja, ich hab's mitgenommen, also wir können jetzt das Fahrzeug zur Not noch reparieren. Wo oft ich jetzt schon Fahrzeuge gefunden habe, war einfach am Airfield, weil sie gegen den Zaun geblättert sind. Ich habe schon so oft ein Auto. Ja, gefunden. Aber zum Airfield, wie weit das ist, sind knapp 3 Kilometer. 2,5 Kilometer. 3 Kilometer ist auch nicht so viel. Nee, Bock auf jeden Fall nicht. Gut. Jo. Das ist ja alles lang gelootet, dann laufen wir mal weiter. Ja, also wie gesagt, laufen ist gerade nicht das Spannendste. Das kann doch sein, dass bei mir einfach mal ein paar Cuts kommen. Nur wenn es was Wichtiges gibt. Oh, hier ist noch ein hier ist noch eine Siede an Rucksack, wo ich bin. Ist er größer als der Seesack? Ne, ich hab ist auch noch ein Seesack. Was war denn das für ein kleinerer? Ja, es ist auch ein Seesack. Na hä? Ja, sowas brauchen wir hier nicht. Ach so, warte mal, jetzt hab ich vergessen, den Timer zu stellen. So, oh, toll. Auch mal in diesen Häusern mal hier ein. Ah, du siehst es ja bei deinem Aufnahmen sozusagen. Wie lange haben wir jetzt schon? Ja, du musst aber da unten mal auswitchen. Ich glaube, es kann doch so gut sein. Der zeigt sich aktiv. Kommt doch immer darauf an, wie sich Arma gerade fühlt. Ja, Arma fühlt sich bei mir schlecht und gut. Es entscheidet sich immer. Also, nee, ja. Oder halt der Monitor steht halt. Ja, aber guck mal, 7 Minuten sind so. Circa. Sehr seit Freestart-Zeit und. Kannst dich eigentlich auch daran orientieren. Ja, schon auch wieder. Pi mal Daumen. Jo, Motor, dann kommt noch der Tankstelle. Ja, ich sag mal, an der Tankstelle sollte nichts sein. Ah, da habe ich schon mal einen Motorsee gefunden, mehr war da auch noch nicht drin. Oh, hier liegt Lootberg versteckt. Lootberg. Ein Hoberg. Hier ist ein Auto hier, guck, das können wir doch auch reparieren. Du meinst, wird die braun abgefackelten Deals hier oder was? Hm. Hm, ja, so ein schönes altes Auto, da fehlt noch ein bisschen die Bereifung. Echt schon so. Also, Verbindung verbunden getrennt, ja, das passiert manchmal, wenn ihr halt keinen Epoch habt. Achso, und falls ihr mitzocken wollt, müsst ihr, also ich empfehle unter Play with 6, einfach den Epoch Mod für Amazon runterladen. Ihr könnt natürlich auch Play with 6 und in der Videobeschreibung reinlegen. Ihr könnt natürlich auch überall woanders den Epoch Mod für Amazon 3 runterladen, es ist nur halt, da haben wir es her. Wir wollen keine Werbung für dich machen. Nee, es ist keine Werbung, aber hier ist es auf jeden Fall virensicher. Also es sind keine Viren. Oder halt, ihr habt halt Kumpels, die halt den Epoch-Mod irgendwie irgendwo her haben. Oh, mein Herr hustet und pustet schon wieder, Alter. Ja, mein Trinken ist bei 1000. Weil bei der Original-Epoch-Seite muss man halt aufpassen, weil da gibt es halt auch viele Fake-Seiten. Aber sonst, ja. Push shoot! Das halt, vielleicht kam ja auch, also Daisy ist für mich jetzt auch eine Frage zum Aufnehmen. Sobald es Fahrzeuge gibt, werde ich es auf jeden Fall tun, aber unter dieser halt einen Bedingung, dass es Fahrzeuge geben muss. Und Fahrzeuge ist nämlich jetzt halt so toll. Ja, alles laufen ist langweilig. Ja, du lässt die ganzen Lootberge hier liegen, ne? Ja, du doch gerade dran warst, Alter, ist ja in Ordnung. Oh, ich habe eine Headshot gefunden. Oh, ich habe gefunden. Gefunden. Ja, gefunden, das ist bei mir so irgendwie. Ernsthaft. Ich hab so ein Shipping-Kontrolle. Ja, Angriffspack ist der. Ja, Angriffspack. Ja, oh, ich hab einen Zone- und Shipping-Container.
Hier ist aber keiner auf der Map, ne? Nee, kann auf die Map. Der ist wahrscheinlich schon ausgelootet. Nope. Och nö, da kommt jetzt eine Elze, ernsthaft? Wenn du habt es nur von mir ausgelootet. Oh, mal hier, nach diesem komischen, dieses komische Etwas an Haus gucken. Das ist ein Löcherhütte. Oh, ich kann es mal probieren. Ne, hier könnt ihr leider nicht looten. Jetzt übrigens noch in diesem Dings noch einen großen Rucksack. Ein großer Rucksack. Hat man ja. Scheiß Elze, jetzt verfolgt die mich. Übrigens, in Gottes Häusern könnt ihr auch eine Waffenkiste finden, so wie ich gerade. Ach, war da eine Sünde? Hey, ich war doch da eben Sünde. Und ihr, was finde ich so schönes hier drin? Ich finde eine Rahim. Ich decke ich mir erstmal ein. Ey, da war ich gerade drinne. Und hab so reingeguckt, aber da war nichts. Ja, wahrscheinlich hast du nicht richtig geguckt. Ja, das kann passieren natürlich. Jetzt so? Oh, ich habe ein Entfernungsmesser eigentlich mal. Zieht meiner die Knarre. Da laufe ich nicht lang. Ich habe eine Waffenkiste gefunden. Falls ich die noch nicht gezeigt habe, sie sieht so aus. Ja! Wo habe ich einen Bluthochdruck? Nee. Oh ne, jetzt geht eine Elsa an mich. Nein! Ich sehe nicht ein. Okay. Oh, eine MX. Ich habe eine Rahim gefunden. Ach gut, die passt ja. Ich frage mich jetzt, ob bei mir das Medizeichen kommt. Blutdruck ist normal. Bleed time. Ach, da ist die Tür. Das habe ich sowieso. Kann sein, dass ich geblendet bin. Da ich Augenlicht verloren. Ja, wir hätten natürlich nicht immer hier dauernd zusammen rumrennen, weil das ist irgendwie sinnlos, zusammen zu räumen zu rennen. Wenn man geilst wird, Alter. Hab noch einen Kilometer, stattdessen steht dann Elze. Kannst mal anzoomen, aber ne, das bringt dich hier zum Boom. Oh Leute, das ist richtig nervig, wenn ich so eine Olle verfolgt. Das ist weg. Warum das? Tatsache, Alter, das war Blättheim. Oxygen 1. Ich würde sagen, bei mir gibt's kein Card, bis die Elze weg ist, will ich gleich. Ciao. Tja. Elite Force. Tja, noch 800 Meter zum Ziel. Oh, jetzt holt er ihre letzten Reserven aus sich raus. Guck mal, ich glaube, es ist schon, wir sind schon fertig. Wollen wir Schluss machen? Bevor wir in die Stadt gehen. Naja, liebe Leute, die Stadt wird halt das nächste Mal kommen. In der nächsten Aufnahme. Ich laufe exakt auf 700 Meter ran. So. Hier hin. So. Und dann sehen wir uns zur nächsten Aufnahme. Zu Epoch. Ciao. Jo, mach's gut. Ciao.